Du hast das Töten meiner Entführer mehr als wettgemacht, Söldner. Danke. Sei so gut und sag deinen Schwestern das nächste Mal die Wahrheit. Wir werden sehen. Gib mein Geld für etwas Sinnvolles aus. Und wünsch mir Glück. Viel Glück. Huh.
Was ist passiert? Wo ist Cleo? Deine Freundin ist in Sicherheit. Nur das zählt. Sie ist also wirklich weg. Sie wird nicht wiederkommen. Ja. Danke. Ich gebe Antusa Bescheid. Dann werde ich morgen wohl allein zum Gebet gehen. Und sie ist wirklich sicher? Du hast mein Wort. Ich muss mich verdeckt halten. Das ist dein Ende! Und wir werden Mein Plan ist aufgegangen. Die Schläger des Hökers haben mich angegriffen. Ich weiß. Ich habe auch gehört, dass sie dir keine Schwierigkeiten machten. Das war nicht mein erster Kampf in Korinth. Auch nicht dein letzter. Wir nehmen uns den Höker im Theater vor. Ich habe für ein korinthisches Drama gesorgt, das keiner vergessen wird. Brasidas sorgt sich, dass dem Tod des Hökers Anarchie folgen könnte. Er will ihn tot sehen, aber es soll leise geschehen. Der Mann ist weit weg von Sparta. Wir sind in Korinth und machen es auf die Art der Korinther. Ich stimme Brasidas zu. Ich sage, wir bringen ihn zur Heiligen Höhle. Das war nicht unser Plan. Der Höker muss beseitigt werden. Wir stellen ihn an einem abgelegenen Ort und er wird sterben. Ein einfacher Handel, weißt du noch?
Wenn du darauf bestehst, wir treffen dich bei der Heiligen Höhle. Du bist das also. Ein Halbgott in den verschissenen Straßen Korinths. Du tötest meine Männer? Hilfst den verdammten Parasiten? Ganz genau. Arrogant. Genau wie deine Mutter. Du wirst nie über diese Straßen herrschen, du Hund! Oh doch, du kannst dein hübsches Gesicht darauf verwetten. Nimm deine dreckigen Hände! Und wenn ich es tue, reiße ich dir den verdammten Kopf ab und schicke ihn dem Kult als Beweis. Oh ja, ich kannte sie. Sie hat nichts als Ärger gemacht. Aber das bekommt sie zurück. Wenn ich mit dir fertig bin, finde ich deine Mutter und bringe ihr deinen verdammten Kopf. Dimas wäre bestimmt sehr gerne hier. Nicht, wenn ich ihr deinen zuerst bringe. Verpiss dich aus meiner Stadt! Sie gehört dir aber nicht mehr. Verpiss dich aus meinen Straßen! Du bist verrückt! Yeah!
Tod, als du ihn verdient hättest. Thank you.
Gern noch gesehen, wie dir Deimos das Genick bricht. Mach dich nicht lächerlich. Warte, halt! Die Menschen von Korinth müssen ihn sterben sehen. Anthusa? Schaff ihn weg hier und bring ihn in das Theater. Zeig den Menschen seine Feigheit. Schön. Geh voran. Auf ins Theater. Damit alle sehen, was er wirklich ist.
Einwohner von Korinth, erblickt das Wiesel, das euer Brot stiehlt. Die Plage, die euer Korn verdirbt. Du hast lange genug darauf gewartet, ihn in die Finger zu kriegen. Es wird mir ein Vergnügen sein. Geht es dir besser? Ich habe mich danach gesehnt. Er hatte all das verdient. Und du verdienst Antworten. Komm, lass uns unter vier Augen sprechen. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken. Und endlich kann ich auch mal Alcibiades dankbar sein, weil er dich schickte. Er steckt mehr in ihm, als man vermuten würde. Er wusste, dass du Korinth von diesem Monster befreist. Alle profitieren, alle gewinnen. Du hast dich als wertvoller Geschäftspartner erwiesen. Apropos Geschäft, du schuldest mir etwas. Ja, Myrine. Sie kam und verließ Korinth in Eile, doch sie hinterließ bleibenden Eindruck bei mir, wie ein großer Sturm. Daran kann ich mich auch sehr gut erinnern. Eine starke Frau, von großer Intensität. Sie suchte ihren Platz hier in Korinth, doch sie fand nicht, wonach sie sich sehnte. Du sprichst gütig von ihr. Du warst ihre Freundin. Vielleicht oberflächlich. Sie war erfüllt von einem Schmerz in ihrem Innern, den niemand durchdringen konnte. Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? In dieser Nacht regnete es in Strömen. Ich sah sie auf der Straße schlafen und bot ihr Obdach. Sie war eine Landstreicherin? Ich frage mich, was mein Vater davon gehalten hätte. Ich weiß nicht, was ihr passiert ist. Sie sagte mir nur, dass sie den Ort verlassen hatte, der sie entzweite. Sparta. Hat sie Arbeit gefunden? Sie blieb für sich. Ein Auge immer auf den Hafen gerichtet. Sie hätte bei uns bleiben können, aber ich denke, sie suchte nach etwas anderem. Hat sie nichts über ihre Vergangenheit erzählt? Einen Mann, ihre Familie? Gar nichts. Der Gedanke an Sparta betrübte sie nur. Es war, als würde ein Teil von ihr fehlen. Und nach Korinth, wohin ging sie dann? Nun, das weiß ich nicht. Sie muss dir irgendeinen Hinweis gegeben haben. Ich glaube nicht, dass sie wusste, wohin sie gehen wollte. Alles, was ich weiß, ist, dass sie beim Würfelspiel ein Schiff gewann. Tücher schuldete ihr wenigstens das. Ich erinnere mich an den Namen des Schiffs. Klang der Sirenen. Klang der Sirenen. Es war berühmt dafür, jedes Hindernis, das Poseidon bereithielt, zu überstehen. Hab Dank, Anthusa. Mögen dich die Götter mit sanftem Blick bedenken. Besuch mich jederzeit. Ich halte dich über Korinth auf dem Laufenden. Es scheint, mich erwartet eine interessante Zukunft. So wie mich. Klang der Sirenen. Wenn ich jemanden finde...
erkennt, komme ich ihr langsam näher. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Wer hielt es wohl für eine gute Idee, Schiffe über Land zu transportieren? Ich sollte Poseidon auf diesem Boot nicht herausfordern. Na los, na los!
Ella! Ein Boot wie dieses eignet sich nicht für tiefe Wasser. Vorsicht. Niemand darf mich sehen. Such lieber das Weite.
Ella, komm schon. Dieses Boot eignet sich eher für flache Gewässer. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Hm?
sehe keine Soldaten hier. Nur Piraten. Sie müssen die ganze Insel kontrollieren. Götter, habt Gnade! Du willst Gnade? Jene, die auf meiner Insel mit Sklaven handeln, sollen selbst das Zeichen der Sklaven tragen und nach Attika geschleppt und an das System verfüttert werden, von dem sie profitieren wollten. Schaff mir diesen Abschaum aus den Augen. Ich dachte, alle Piraten wären Sklavenhalter. Und du bist? Mein Name ist Alexios. Nun, Alexios, man sagt uns auch nach, Mörder zu sein. Warum also sollte ich dich nicht hier und jetzt töten? Ich bin auf der Suche nach der großen Piratin Xenia. Das bist du, oder? Ich mag, wie sich das anhört. Aber was war der Plan für den Fall, dass du mich findest? Ich habe dir einen Handel vorzuschlagen. Dich in meine Stadt zu schleichen, ist nicht der beste erste Eindruck. Ich muss mit dir persönlich sprechen. Ich dachte, die Piraten lassen mich sicher nicht so einfach durchspazieren und anklopfen. Also sprich. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sie verließ Sparta, als ich ein Kind war. Ein bisschen mehr brauche ich schon, Alexios. Auf ihrem Arm hat sie Muttermale, die das Sternbild des Adlers bilden. Also gut, damit kann ich arbeiten. Aber wer genau soll diese Frau sein? Sie ist meine Mutter. Ich sah sie zuletzt, als ich noch ein Kind war. Du bist also ausgezogen, deine Familie zu finden? So etwas in der Art. Dann hast du keinen leichten Weg vor dir. Aspasia hat mich geschickt, dich zu finden. Aspasia? Warum sollte sie das tun? Sie sagte, du hättest Informationen, die mir bei meiner Suche nützlich sein könnten. Du kannst alles wissen, wenn die Bezahlung stimmt. Und was soll es kosten? Du kannst es dir leisten, ich bin sicher. Warum brauchst du denn so viele Drachmen? Ich muss eine Stadt absichern und Menschen beschützen. Ich habe kein Interesse am Kriegseintritt. Ich will nur sicherstellen, dass der Krieg nicht zu uns kommt. Noch habe ich die Drachmen nicht. Aber ich komme zurück, sobald ich sie habe. Keine Eile. Wenn du Arbeit brauchst, frag meine Leute in der Stadt. Die können sicher einen fähigen Söldner gut gebrauchen. Piraten helfen nur, wenn es im Gegenzug eine Schiffsladung Drachmen gibt. Wenn ich sie bezahlen will, muss ich Arbeit auf der Insel finden.
Jetzt, da mich nicht mehr jeder töten will, sollte es einfacher sein, die Insel zu bereisen. Auf geht's! Komm schon. Ja! Interessant. Anscheinend kontrolliert Xenia doch nicht die ganze Insel. Auf geht's. Ella!
Ist das denn die Möglichkeit? Hätte nicht. Wie schwer kann es sein, mit einem Handelsschiff nach Thera und zurück zu segeln? Xenia hätte den Miltos echt gebrauchen können. Die Drachmen wären eine gute Unterstützung im Kampf gegen... Können wir dir irgendwie helfen? Ja, ihr sprach gerade von einer Lieferung. Wir sprachen von rein gar nichts. Nichts, was dich irgendwas angehen würde. Ich bin vernarrt in gute Geschichten. Insbesondere, wenn sie in einem Unglück enden. So wie die mit Gotarsis jedes Mal. Er ist der mieseste Schiffsführer von Chaos. Ich muss dieses Schiff finden. Tja, ich helfe dir gern dabei. Dann hast du endlich eine Geschichte für uns. Was ist Miltos überhaupt? Miltos ist fast so wertvoll wie Gold. Diese Athener wollen alles für sich selbst behalten. Diese raffgierigen Malakes. Wisst ihr, wo ich dieses Schiff finden kann? Könnte überall sein, wie ich Gotarsis kenne. Hab gehört, dass die Lieferung in der Nähe der Insel Estrus abgefangen werden sollte. Südlich von Chaos. Wer ist dieser Schiffsführer, von dem ihr da redet? Gotarsis. Sei froh, dass du es nicht weißt. Der Parthenon würde eher über Wasser bleiben als er. Vielen Dank. Wenn du die Miltos-Ladung findest, komm zu uns zurück und teil die Beute mit uns. Natürlich, meine Freunde. Malakes. Wenn ich nur diese Miltos-Lieferung finden könnte, leicht verdientes Geld. Du klingst bedrückt. Ich versuche, einen großen Schatz für Xenia zu stehlen, um ihren Sieg über Chaos zu feiern. Aber die Wegbeschreibung wurde gestohlen. Und ich schätze, du suchst jemanden, der sie zurückstiehlt. Schön wär's, doch sie wurde vom Anführer von Kuressia gestohlen, den Xenia aus der Stadt verbannt hat. Nun herrscht Waffenstillstand und kein Pirat würde den brechen. Zu deinem Glück bin ich kein Pirat. Willst du sagen, du hilfst mir? Es springt auch was für dich dabei heraus, wenn du es tust. Ich könnte dir deine Wegbeschreibung besorgen. Endlich hat mich Poseidon auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Zur anderen Seite der Insel. Du findest die Tafel im Haus des Anführers. Sobald du sie hast, bringst du sie zum nahen Dorf Poisa und übergibst sie meinem Geschäftspartner. Du sagtest, das Haus des Anführers ist bei Poisa? Ja, im südlichen Teil des Dorfes. Wo ist Poisa? Es ist an der Ostküste der Insel Chaos. Keine Sorge, ich hol dir, was du brauchst. Xenia wird begeistert sein. Ich werde auf dich warten. Oh, meine Pläne sind ruiniert. Soll ich ihn ohne die Karte finden? Was willst du? Ist es ein schlechter Zeitpunkt? Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Aber offenbar kümmert das niemanden außer mir. Warte, hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Schiffe dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Und wie soll dieses Exempel aussehen? Ein paar ihrer Schiffe zu versenken, sollte ausreichen. Ja, so kann man's auch machen. Wir sind nun mal Piraten. Wir haben in diesen Gewässern einen Ruf zu wahren und nichts sagt, respektiert uns wie ein vernünftiges Blutvergießen. Klingt für mich, als würdet ihr die Konkurrenz schwächen wollen. Ist Chaos nicht groß genug für euch? Wenn wir noch mehr Gebiete erobern wollten, würden wir deinesgleichen nicht dafür brauchen. Wir würden es selbst tun. Man muss den Gegner überrumpeln, dann greift er nicht selbst an.
Das steht außer Zweifel. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf welche hast du es abgesehen? Zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge zu versenken. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Die Segel haben Löcher, drei gebrochene Ruder auf dem Oberdeck, zwei direkt darunter, gebrochene Spiere, oh, und kein paar Ruhe.